Hallo, liebe Volleyballfans hier in Schwerin. Gleich ist es soweit. Der Schweriner SC empfängt heute Allianz Volley Stuttgart und möchte natürlich hier heute in der neuen Arena seine Tabellenführung verteidigen, beziehungsweise ein Sieg muss und so her. Wenn man in die Tabelle guckt in der Bundesliga, mit 4 Minuspunkten sind wir belastet, Wiesbaden auch. Und das bedeutet heute richtig was an Spannung. Zur neuen Arena möchte ich sagen, wir erwarten heute 1800 Zuschauer. Mit dem Reich Sabrina Worte, der Melder. Die 7 Sabrinas, Wiedemach, Renate Rittbauer, Melanie Watzki, die Nummer 10, Mona Lasmi, die 11 Sanja Babalowska Power, die 13 Tatjana Zautis, die 15 Jelena Witt und dann haben die 16 Dünne und die 18 Emily. Christina Lorenz und der Lund. So, wir begrüßen den Trainer der Allianz Volley Stuttgart, Jan Lindemeyer. So, er ist heute ohne Co-Trainer da. Oder ohne Co-Trainerin. Und jetzt erhebt euch von den Plätzen, macht Stimmung und wir begrüßen jetzt den Schweriner SC. Dann geht's los. Ich sage jetzt nichts mehr. Der Lauf
sind wir so kurz davor, vor dem Gewinn, den wir natürlich hier heute erwarten. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Satz, und das ist auch etwas, was ich sehr maßgeblich gelesen habe im Vorfeld, denn wir von NDR1 Radio und von dem Nordmagazin sind natürlich heute hier dabei, dass wir hier diese Halle haben. Das hat sicherlich auch mit den Entscheidungen von vielen Menschen zu tun. Drei davon werden wir gleich nochmal in einem ganz, ganz kurzen Satz hören. Aber ich glaube, viel entscheidender ist, dass wir diese Halle haben. Das verdanken wir unseren Spielerinnen. Das heißt, dem Erfolg des SSC. Danke dafür. Wir bauen auf euch, wir zählen auf euch und wir drücken uns natürlich für diesen heutigen Tag uns gemeinsam, euch und uns, ganz, ganz klar die Daumen. So, und jetzt der kleine offizielle Teil, denn ich habe ja eben gesagt, Entscheidungen waren im Vorfeld nötig. Eines möchte ich noch unbedingt loswerden, es wurde im Vorfeld viel gemeckert von wegen langer Planungsphase. Unser Schuhkarton nebenan, der hat zu DDR-Zeiten eine Planungsphase gehabt von immerhin 20 Jahren, bis es genehmigt wurde. Bei dieser Halle sind es nur 5 Jahre und ich glaube, dieser Fortschritt ist mehr als ein Applaus wert. Wir haben die Halle, wir sind stolz darauf und wir sind natürlich auch stolz darauf, dass ihr das entsprechend entschieden habt und ihr damit, gucke ich, diese drei Herrschaften, die jetzt mir gegenüberstehen, und ich möchte euch noch einen kleinen Schritt hier in die Mitte reinbitten, dem Präsident des SSC, Johannes Wienicke. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Liebe Volleyballfans, herzlich willkommen in unserer neuen Heimstätte, in unserer Arena. Ich hoffe, dass wir die Stimmung aus der alten Volleyballhalle hier mit rüberbringen können und unsere Mannschaft zu vielen Siegen nach vorne peitschen können. Dass wir heute hier sein können. Das verdanken wir auch der Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und unserer 850-jährigen Landeshauptstadt Schwerin. Dafür einen recht herzlichen Dank. Der SSC-Präsident Johannes Wienicke, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Der Innenminister unseres Landes, Lorenz Café, ist ebenfalls da. Ich darf zitieren etwas, was ich gelesen habe im Vorfeld. Der Innenminister hat ganz klar zwei Wünsche geäußert. Der erste war, dass der SSC wieder deutscher Meister wird. Ich glaube, okay, also nicht nur sein Wunsch. Und der zweite Wunsch, und da haben wir eben schon eine leise Handschrift gesehen, und zwar, die Talente sollen sich hier weiterentwickeln. Auch das ist ein wichtiger Wunsch von unserem Innenminister Lorenz Café. Herzlich willkommen, Herr Minister. Ja, herzlich willkommen, liebe Schwerinerinnen und Schweriner, liebe Sportfreunde. Ich beglückwünsche uns alle zu dieser hervorragenden Halle. Ich finde die Entscheidung, die die Stadt Schwerin getroffen hat, auch wenn wir uns lange schwer getan haben, das muss man ja auch sagen.